So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wir haben alles fertig, ich zeig's immer wieder gerne her, jedes Mal. So, zack, 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 zack. Ja, ja, da haben wir die Karte noch nicht, deswegen wird da nichts angezeigt. Wenn wir nicht alles machen, das ist halt jetzt das Problem. Und das heißt, wir machen mit der Hauptstory weiter, jawohl. Endlich geht es hier weiter. Und wir beginnen mit Kapitel 3. Und ich wünsche euch gleich mal viel Spaß mit der Cutscene. Prinz Noctis, willkommen zurück. Dein heißer Tipp war Gold wert. War die Geschichte etwa wahr? Vielen Dank, Talcott. Ach, nicht doch. So. Schon wieder. Alles in Ordnung? Was ist los? Mach dir keine Sorgen, Iris. Vom Panoramapark aus sieht man doch den Meteor, oder? Ja. Gibt sogar ein Teleskop. Lasst uns hingehen. Ja. Wenn die Kopfschmerzen etwas mit der Cortez-Platte zu tun haben, müssen wir uns dort umsehen. So. Jetzt dürfen wir wieder reden. Also, wir wissen, von wo die Kopfschmerzen herkommen. Wir werden auf gut Deutsch gesagt, werden wir gerufen, dass wir dorthin fahren. Jo, das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Wo ist mein Regal hier? Da vorne. Ich sehe ihn. Nein, Nocti ist dran, vorbeirennen bitte. Soll ich mal meinen Chocobo mieten? Nein. Wir machen eh Hauptstory. Ich glaube, da brauchen wir ihn nicht. So, automatisch fahren. Aufgabenziele. Und Schwert. Achso, wartet einmal. Achso, wartet. Achso, das ist nur. Achso, okay, 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 okay. Ich habe gedacht, wir müssen gleich zum Meteor fahren. Nein, noch nicht. Wir müssen zuerst. Achso, jetzt kommt das. Ja, ja, okay. Tut mir leid. Da vorne steht der Typ wieder mit dem Hut. Ohne Hut diesmal. Nanu, ihr auch hier? Ah, nicht der schon wieder. Na, Lust auf ein Märchen? Es war einmal ein göttlicher Riese, der den König rief. Doch der König verstand des Riesen Sprache nicht und so zerbarst sein Kopf beinahe vor Schmerzen. Und was geschah dann mit ihm? Wieso fragt ihr nicht den Riesen? Er scheint euch etwas mitteilen zu wollen. Sollen wir? Und? Wir folgen ihm erstmal. Und sehen, was kommt. Ja, alles klar. Namen sind Schall und Rauch. Und meiner ist dazu noch schrecklich lang. Also nennt mich einfach Arden. Kommt mit mir zum Parkplatz. Ich habe mein Auto dort gelassen. Ich nehme gerne den Chauffeur für euch. Aber ihr habt ja selbst ein Auto. Den Regalia, nicht wahr? Vielleicht ist es besser, wenn wir mit zwei Autos fahren. Dann ist es nicht ganz so eng. Ja, ist mir eigentlich wurscht. Er bringt uns jetzt irgendwo hin? Er geht irgendwie, als hätte er sie auch geschissen, oder? Ich weiß nicht. Oder kommt mir das nur so vor? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir unser Auto noch neu gemacht. So, na, na, na. Jetzt warten wir noch kurz. Gröweider! Was ist denn dein Auto? Das ganz hintere, gell? Ja, habe ich mir gedacht. Und? Soll ich jetzt reden mit dir, oder? Seid ihr soweit? Ja. Und ich bestimme, wer fahren soll. Was? Du. Du sollst fahren. Wer, ich? Okay. Von mir aus. 500 EP erhalten. Gut. Dann fährst du also den Regalia. So, bereit zur Abfahrt?
Ich weiß zwar nicht, was das bringt, dass er sich entscheiden kann, wer fährt. Aber ja. Vielleicht hobelt er sich dann einen, ich habe keine Ahnung. Mir ist wurscht. Komm, fahr mal. Wo bringst du mich jetzt hin, Mausibär? Nein. Deswegen mache ich das so ungern, diese Hauptmissionen. Nämlich, da werden immer so ein paar Fertigkeitspunkte gesammelt und dann auf einmal werden sie halt gleich sofort wieder ausgegeben. Das bringt sich nichts für mich. Deswegen rate ich euch, sammelt, sammelt, sammelt. So, von Ignis haben wir eh noch kein Bild gehabt. Okay. Von ihm haben wir, glaube ich, auch noch kein Bild gehabt. Ja, das können wir auch gleich nehmen, oder? Passt schon. Nein, nicht laden. Kapitel 4, okay. Das war Kapitel 3. Das war aber kurz. Okay. Von Göttern und Königen. Die Erde erzittert und Noctis wird von einem unangenehmen was Stechen in Kopf geplagt. Ardim behauptet, dass die Schmerzen einer Nachricht des Gottes Titan an den König sei. Sollten diese Legenden tatsächlich die Wahrheit entsprechen, skeptisch, aber heimlich voller Hoffnung, brechen die vier Gefährten zur irgendetwas Platte auf, wo was der Riese zu finden sein soll. Okay. Also, ich weiß nicht, wie man die Platte ausspricht. Cortez, glaube ich, hat er gesagt. Die Cortez-Platte. Auf jeden Fall leibend. Jetzt müssen wir erst einmal dorthin fahren, was ich noch so weiß. Ja, genau. Die göttlichen Prüfungen. Wahnsinn. 50. Aber damit das klar ist, das wird kein Wettrennen. Ihr fahrt schön brav hinter mir her. Wenn ich euch abhänge, ist das Spiel allerdings aus. Und wehe, ihr fahrt zu dicht auf und zerschrammt mir meinen geliebten Wagen. Ja, doch, ist ja gut jetzt. Fahren wir los. Gut, schön die Sicherheitsgurte anlegen, Kinder. Na, dann fahren wir mal. Ich nur den Typen hinterher. Am Kai war der Kerl auch schon. Ob er eine Reise macht? Wenn du mich fragst, ist das mehr als nur ein Zufall. Mir kommt's eher so vor, als würde er uns verfolgen. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und es beunruhigt mich. So wie die Frage nach seiner Herkunft. Wie ein Niflheimer wirkt er eigentlich nicht, oder? Wie ein Lucianer, allerdings noch viel weniger. Naja, lassen wir uns überraschen, was er ist. Ich verrate nix. Hoffentlich ist das unser letztes Treffen. Ja, aber ohne ihn kommen wir nicht zum Zentrum der Cortez-Platte. Magd, was hältst du von dem Typen? Keine Ahnung, vielleicht hat er eine Midlife-Crisis und sucht Anschluss zu jungen Leuten. Ja, stimmt. Das könnte gut sein. Wir bleiben jedenfalls erstmal bei unserem Plan. Ja, wenn's brenzlig wird, seilen wir uns ab. Genau, wenn's brenzlig ist, dann verpissen wir uns. Nichts anderes. So, wo ist jetzt dieser Meteor da hinten? Ist das der Meteor? Ich weiß nicht. Noct. Was machen die Kopfschmerzen? Jetzt geht's gerade. Sie kommen und gehen. Hoffentlich bleibst du verschont, solange du fährst. Fahr rechts ran, wenn's weh tut. Ja, mach ich. Ich fahr auf jeden Fall rechts ran, wenn's weh tut. So. Gibt's in der Nähe ein Refugium? Willst du etwa schon wieder zelten? Erholen wir uns lieber richtig. Campen ist erholsamer als jedes Hotel. Was findest du am Campen bloß so toll? Die vielen Mückenstiche vielleicht? Es geht nichts über den unvergleichlichen Duft der Natur. Kein Zeitdruck und ein Gefühl der... Was haltet ihr davon, hier zu rasten? Was hältst du davon, uns ans Ziel zu bringen? Der Riese rennt euch schon nicht weg. Das ist nicht der springende Punkt. Also übernachten wir mit Arden. Niemals. Im Refugium können wir zelten. Nein. Wisst ihr, zelten ist nicht mein Stil. Dort drüben ist ein Wohnmobil. Ich spendiere die Übernachtungskosten. Ja. Ja, wenn du es zahlst, gerne. Nicht schlecht. Hat irgendwie was von einer Reise. Ist ja auch eine. Er ist irgendwie auch dumm. Ja, okay, gut, wenn das zahlt, mir ist wurscht. Sollen sie sich halt nochmal ausruhen? Vielleicht bringt sich das irgendwas, ich habe keine Ahnung. Erfahrungspunkte haben wir nicht wirklich gesammelt, aber wir kriegen es mal zwei. Passt. So, Ignis, sehr gut. Den nehmen wir uns gleich.
Nanu, wen haben die Paparazzi denn da erwischt? Oh, tut mir leid, hab nicht gefragt. Nein, nein, keine Angst. Wir wollen doch dafür sorgen, dass der Prinz mein Gesicht niemals vergisst. Was soll das denn heißen? Naja, was soll das heißen, ne? Ich weiß es selber nicht. So, Ardin hat ihn Lockpfeife gegeben. Gut. Mit der Lockpfeife können sie um und um rennen und dann einfach R2, also auswählen einfach und dann pfeifen und dann sollten eigentlich naheliegende Gegner zu euch kommen. So, wir haben hier ein Fragezeichen. Ich bin vom Blute der Kanagi. Wie meine Mutter werde ich alles tun, damit die Menschen in Frieden leben können. Dies war der Tag, an dem Prinzessin Luna Freya als jüngste Kanagi in die Geschichte einging. Ist das viele Beten nicht anstrengend? Überhaupt nicht. Die armen Leute, die meiner Hilfe bedürfen, haben es viel schwerer. Aber keine Angst, ich werde hier ausharren, bis es allen wieder gut geht. Zweifel, aber auch große Hoffnungen begleiteten die heranwachsende Kanagi. Es hieß, ihr hättet eine Botschaft. Ja, berichtet mir von allen, die meinen Beistand brauchen. Zu jedem Einzelnen will ich eilen und ihm meine Hilfe zuteilwerden lassen. Dies ist meine Bestimmung. Sie will ich erfüllen. Und so gewann die junge Kanagi Vertrauen und wurde zur Königin der Herzen. Was sagt ihr zum Friedensabkommen? Ein Ende des Krieges bedeutet ein Ende des Leids. Ist ein großer Schritt in eine bessere Zukunft. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg. Dem Weg, den die Götter uns bereitet haben. So. Ich frag mich, wo sie wohl hin ist. Kurze Cutscene kommt jetzt. Viel Spaß. Habt bitte keine Angst. Ich hoffe, dies lindert euren Schmerz ein wenig. Danke, euer Gnaden. Eos, Quell allen Lebens, bewahr uns vor der drohenden Dunkelheit. Es ist vollbracht. Noch seid ihr nicht ganz genesen, aber schon bald. Ein Wunder. Hopp, vielen Dank, werte Kanagi. Ehrenwerte Luna Freya, ich bin weit gereist. Doch endlich. Es tut mir leid. Ich bin euch sehr dankbar. So, dann beginnen wir. Sie hätte sich einfach in der Stadt verstecken sollen. Stimmt. So, der Charakter wird noch wichtig, sage ich euch gleich. Das war das Fragezeichen. Hier können wir jetzt noch zuhören, was die da miteinander reden. Es ist ziemlich egal eigentlich. Wenn wir zurück sind, setzt du den Benimmkurs fort. Wie kommst du denn da drauf? Na, durch die Hochzeit wird das öffentliche Interesse an dir steigen. Meinst du? Momentan kräht doch kein Hahn nach ihm. Na, schönen Dank. Es wird Zeit, dass sich das endlich ändert. Wir wollen schließlich nicht, dass die arme Luna ihm alles beibringen muss. Ach, jetzt verstehe ich. Noct, du musst der Kanagi ein würdiger Ehemann sein. Schlimmstenfalls kann sie ihn einfach als Zepterständer benutzen. Womit habe ich euch nur verdient? Okay, passt. So, wir machen weiter mit der Hauptmission natürlich. Habe ich eh gesagt, bis wohin? Und ja. Bonjour. Bonjour, grüß Gott. Sind wir jetzt Franzose oder was? Ab hier gibt es kein Zurück. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Seid ihr euch wirklich sicher? Jo. Ich bin mir so sicher. So, wir folgen ihm natürlich weiter, einen Kilometer. Den Meteor als Energiequelle zu nutzen, ist mehr als brillant. Zapfen Sie den Meteor dafür an? Als der Meteor auf Eos stürzte,
war es Titan, der ihn vor dem Aufprall abfing. Die Menschen sammeln die Bruchstücke ein, die dabei vom Meteor absplitterten. Und noch immer trägt der Riese ihn auf seinen Schultern. Echter Knochenjob. Bestimmt ist er ziemlich verspannt. Kein Wunder, dass die Bewohner Daskas den Riesen so verehren. Es hat sich ein regelrechter Kult gebildet. Ich frage mich, wie es tatsächlich unter dem Meteor aussieht. Das werden wir alles erfahren. Jetzt fahren wir mal hin. Und oh, wir holen ihn ziemlich ein. Da drinnen herrschen ziemlich hohe Temperaturen. Nein, nein. Macht deine Kamera das mit? Berufsrisiko. Solange sie nicht ins offene Feuer fällt, sollte sie halten. Wenn sie kaputt geht, kriegst du keine neue. Lass sie lieber im Auto. Nein, niemals. Vielleicht sehen wir sogar den Riesen. Die Gelegenheit auf den Schnappschuss darf ich mir nicht entgehen lassen. Der passt doch ohnehin nicht ins Bild. Ein Versuch ist es wert. Es gibt kein Fundbüro für verpasste Chancen. Wow, pronto. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. Ah, naja, klar. Den Spruch habe ich mal auf einer Klotür gelesen. So, sorry wegen Feuer, wegen den Wänden. Ich habe mich nur verdrückt. Eigentlich wollte ich bremsen und ich bin es gewohnt, auf Viereck zu bremsen. Nicht? Solange es nicht auch noch feucht da drin ist. Und wenn doch, kannst du sie ja einfach abnehmen. Seine Augen sind schließlich gar nicht so schlecht. Ach, wirklich? Nun, ich kann auch ohne Brille noch genug sehen. Echt? Wieso trägst du sie dann überhaupt? Naja, es geht nicht darum, was er sehen kann. Eher darum, was seinem Blick entgehen könnte. Ja, ich bevorzuge einen scharfen Blick. Ah, stets wachsam und immer auf der Hut. Was, Ignis? So, wärst du wie ich? Ich trage auch eine Brille. Und zwar nur, wenn ich Let's Plays mache. Damit ich auch wirklich den Bildschirm genau sehe. Wie ist das eigentlich so für dich als Beifahrer? Beängstigend. Was soll das denn heißen? Immerhin ist Noct mehrmals durch die Prüfung gefallen. Hatte halt Pech. Lies ein Buch, Ignis. Das lenkt ab. Mag sein, aber ich achte lieber auf den Verkehr. Also, so schlimm fährt Noct nun auch wieder nicht. So, ich wollte jetzt nur das fertig machen lassen, was die da miteinander reden. Wir tun gleich wenden und fahren gleich weiter. Nämlich da ist die Straßensperre. Du meintest doch gerade, Ignis soll lesen, oder? Meinst du mich? Ja, wird einem beim Lesen auf der Fahrt nicht schlecht? Also mir schon. Mir auch. Im Auto lesen, da wird mir speiübel. Faule Ausrede. Was meinst du denn mit Ausrede? Na, Ausrede fürs Nicht-Lernen. Tu nicht so, als wärst du gebildeter als er. So, nämlich da hinten ist gleich der Meteor. Und wenn ich da reinfahre, wird der ganze Dialog unterbrochen. Deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Wir sind da. Ist das auch wahr? Haltet ihr mich etwa für einen Lügner? Naja, so ganz sauber bist du nicht. Schon allein dieser Umweg. Hallo, ich bin es. Seid so nett und macht das Tor auf. Einfach so aufgemacht. Na, überrascht. Ich habe mehr Einfluss, als man mir auf den ersten Blick ansehen mag. So, ihr habt nun eine Gottheit zu besuchen. Kommst du nicht? Ich wollte euch doch nur bis zu seiner Haustür begleiten. Also dann, macht's gut. Tschüss, Baba. Ich fahr mal da rein. Da gibt's ein, glaube ich, nichts zum Einsammeln. Sicher, wo bin ich mal nicht? Echt seltsamer Kerl. Hoffentlich sehen wir ihn nie wieder. Naja, ganz so schlimm ist er auch nicht. So, kann ich aussteigen? Nein, kann ich gar nicht. Ich sehe ich gerade erst jetzt. Immerhin kennt er eine Menge Märchen. Gutes Indiz für einen Wahnsinnigen. Ich habe mir gedacht, ich kann da aussteigen. Ich wollte nur wenden, damit ich dann so schnell wie möglich da wieder rausfahren kann. Nein, ich muss runterfahren. Auch kein Thema. So, wieder einen Fertigkeitspunkt gekriegt. Sehr gut. Für das ist der Regal ja nicht wirklich geschaffen. Das ist nicht wirklich Gelände für das Auto. Aber mir ist wurscht, das ist eh nicht meins. So. Also gehen wir hier lang weiter? Ja, finden wir raus, was das Imperium hier treibt. Jo, schauen wir mal. So, da ist unser erster Loot-Gegenstand. Super Elixier, sehr gut. Diese Ruinen. So, haben wir sonst noch irgendwelche Loot-Gegenstände? So, schaut sich das einmal an. Was ist denn das? Sieht aus, als hätten wir ein Königsgrab entdeckt. Na dann, hol dir mal, was dir zusteht, Noct. Ja, in Ordnung. So, ganz kurz. Ich will das nur, dass das weg ist, dieses
Zeichen da. Ah, schaut cool aus. Und da vorne tatsächlich eine Königswaffe. Und das war mal ein Königsgrab. Das wurde zerstört durch den Meteor. Allerdings, die Waffe hat überlebt. Und die nehmen wir jetzt ja auch. Natürlich. Wie viele habe ich denn überhaupt? Ah, ein Erdbeben! Und was für eins? Vorsicht! Zurück! Gott! Ich hab dich! Komm, hoch mit dir! Was so? Scheint, als hätten wir ihn geweckt. Er versucht, mir etwas zu sagen. Alles in Ordnung, Noct? Ein Glück, ihr lebt. Könnt ihr hochklettern? Nein, aber hier ist ein Weg. Wir gehen schon mal vor. Such deinen Weg herunter. Verstanden. Wir treffen uns später wieder. Seid vorsichtig. Ja! Was? Wir gehen alleine weiter? So, zu ihnen gehen wir jetzt, da. Zu diesem Titanen, der den Meteor auf seinen Rücken trägt. Erinnert mich irgendwie an die Gottheit Atlas. Dann leg einen Zahn zu. Der die ganze Welt auf seinen Rücken trägt. Wer das auch immer kennt von God of War. Die sind schon aufgebracht genug. Stachel sie nicht noch an. Ja, ja, Mama. Hör zu, wenn ich dir einen Rat gebe. Ich kenne deine Ratschläge schon auswendig. So. Unter dem Meteor ist eine Gruppe hoher Temperatur ausgesetzt. Okay, gut, man verliert einfach LP langsam. So. Die machen wir natürlich gleich mit, da die Vögel. Erfahrungspunkte lasse ich mir da nicht entgehen. So, wir müssen da weiter nach hinten. Ich schau mal kurz dahin. Okay, gut. Also dieses ganze Zeug da ist eigentlich eh voll von mir, weil ich das eigentlich nie einsetze. Und die zwei beginnen sich schon zu zanken, wie es ihr mitbekommen habt. Ja, ja. Das wird noch lustig, sage ich euch. Für manche mehr, für manche weniger. So. Wir kommen immer näher. Ja, ist alles voll, braucht man alles nicht. Und Eis gibt es hier anscheinend nicht. Unbeschreiblich. Noct, hier lang. Jo. Wo ist er denn jetzt? Ich glaube, wir kommen jetzt noch weiter runter. Ich weiß nicht, schauen wir mal. Bloß kein Viertritt hier. Schneller, Mann. Ich will das hinter mich bringen. Na, Noct wird ungeduldig. Geht's nicht vielleicht noch ein Stück langsamer? Sowas tut man nicht. Hör auf damit. Mein Gott, halt dich fest! Mein Kopf! Verdammt, das hat jetzt gerade noch gefehlt. Beeil dich. Schnell, rüber! Ja, das geschieht da recht, Noct. Noct, schaffst du es alleine?
Oh nein! Ui, 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 ui. Jetzt reicht's langsam, Titan! Ich hab genug! Spar dir die Tiraden für später! Komm! Schneller! Sei still. Schneller geht's nicht. Na Gott sei Dank kommt er da nicht hin, ha? Hast Glück. Mein Prinzchen. Oder mein König, besser gesagt, ha? Nur noch ein Stück. Ja, ich hab's eh schon geschafft. Fast geschnallt! Für einen König, was? Du willst reden? Sprich deutlicher. Ich sehe schon. Ihr versteht euch. Weiter. Jo, auf jeden Fall weiter. Sonst zermatscht er uns. Der ist, glaube ich, nicht aller guten Dinge. Aber das war's auch schon. Er haltet wieder den Meteor auf seinen Rücken. Er ist so mächtig. Okay, weiter. Ja, sehr gut. Mega Phönix. So, Blitz ist auch voll. Da hinten liegt noch was. Das holen wir uns auch. Ein finales Elixier. Sehr gut, nehme ich sehr gerne mit. So, passieren? Nein, das soll's passieren. Sehr gut. Ich hab genug von dem ganzen Gelatsche. Haha, wir sind noch lange nicht fertig. Schnauze voll! Ständig diese Nörgelei! Was ist denn jetzt los? Nackt! Bist du nun ein Luzis oder nicht? Was soll die blöde Frage? Natürlich bin ich das! Denkst du, ich hätte das vergessen? Tut mir leid, ich weiß. Es ist nicht leicht. Aber hast du eine Ahnung, wie oft ich heute schon dachte, dass ich dich verloren hätte? Wir Amicitias sind Leibwächter des Königs. Seit ich ein Kind war, Bleutemann, Vater mir ein, dass ich dich beschützen muss. Und mittlerweile erfüllt es mich mit Stolz, dein Schild zu sein. Ich weiß, die Kopfschmerzen lenken dich ab. Aber hör mir zu, wenn ich dich warne. Ja, verstanden. Ja, sowas tut man doch wirklich nicht. Nockt, ha? Der Typ, der wird für dich durchs Feuer gehen. So, hab mich abreagiert. Gehen wir. Okay. Lauf nicht mehr alleine davon. Verstanden? Gladio. Bin deinem Vater was schuldig. Ach was. Nanu? Klingelt das Telefon? Scheint so. Heb mal ab. Ignis! Seid ihr okay? Hör zu, das Militär ist... Aufgelegt. Meinte, die Niffen wären hier. Das hat uns noch gefehlt. Na komm, beeilen wir uns. Jetzt muss ich schon gegen die Niffen und gegen die Titanen kämpfen. Wahnsinn. Da vorne sind sie schon. Endlich angekommen. Ja, endlich. Ich mach dir die da vorne platt. Geht schon, geh mal. Die sollten eh nicht allzu schwer sein da. Welche Stufe haben die? Ich sehe das nicht. 18, okay. Wir kriegen ja trotzdem Erfahrungspunkte dadurch. So. Da unten ist nichts mehr. Und können wir da gleich interagieren? Hey, ja. Hier bin ich! Sprich gefälligst meine Sprache! Ich bin schließlich nicht zum Spaß hier! Hey, du spinnst wohl! So, allerdings werden wir gegen dieses Untier später kämpfen. Oh, der steigt sogar auf da. So, wir werden im nächsten Part gegen ihn erst kämpfen. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.